Ja, hallo und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Und im heutigen Video möchte ich zusammen mit euch drei Messer der Marke Odenwolf auspacken und euch vorstellen. Und wer Interesse an einem neuen Messer von Odenwolf hat, sollte in diesem Video lieber dranbleiben, denn gegen Ende dieses Videos habe ich auch noch einen Rabattcode für euch. Und von daher würde ich sagen, los geht's. Ja, um welche Messer handelt es sich hier in diesem Video? Um das W1, W2 und um das W3 von Odenwolf. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem W1 und packen das mal hier zusammen aus. Ja, die Messer hier von Odenwolf sind mal wieder richtig schön und hochwertig verpackt. Da macht allein schon hier die Verpackung richtig Spaß. Und ja, wir ziehen mal hier diese Kiste aus der Umverpackung heraus und ja, öffnen dann mal diesen Karton hier und schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht, wenn man ja, diese Schachtel hier öffnet. So sieht das Ganze hier in der Kiste aus. Und ich würde sagen, ich nehme mal hier alles eins nach dem anderen aus diesem Karton hier raus. Ja, als allererstes kommt einem hier so ein kleines Heftchen entgegen mit verschiedenen QR-Codes und Tipps und Tricks. Aber hier auf der Rückseite auch sehr erwähnenswert, kaufen und etwas Gutes tun. Denn mit jedem Kauf bei Odenwolf ja, könnt ihr die Kinderkrebsstiftung unterstützen, denn Odenwolf spendet immer einen Teil des Umsatzes, wie gesagt, an die Kinderkrebsstiftung. Und somit ja, könnt ihr euch ein neues Messer kaufen und gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun. Finde ich auf jeden Fall eine klasse Aktion hier von Odenwolf und sollte auch immer erwähnt werden. Ja, als nächstes kommt einem das hier entgegen. Und da muss ich sagen, ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Und von daher würde ich sagen, packen wir das Ganze mal zusammen aus. Ich gehe davon aus, dass das so ein kleines schwarzes Tuch ist. Wahrscheinlich, um das Messer eventuell zu reinigen. Und ja, sieht nach einem kleinen schwarzen Tuch aus. Für die Klinge mal abzuwaschen oder sowas. Ja, auch ganz nett. Macht auch einen guten Eindruck. Fühlt sich ganz gut an. Ja, hier noch das Logo drauf von Odenwolf. Finde ich auch ganz witzig. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Wichtigsten und das wäre natürlich das Messer. Ja, hier haben wir jetzt das W1 und ich ziehe es mal aus der Scheide raus und zeige euch mal das gute Stück hier. Und gleich vorneweg, alle drei Messer, W1, W2 und W3, sind bezüglich Messergewicht, Gesamtlänge, Klingenlänge, Klingenstärke, Messerschliff, Messerstahl und Messeraufbau komplett gleich. Also da gibt es keinen Unterschied und die drei Messer W1, W2 und W3 unterscheiden sich grundsätzlich nur bezüglich des Lieferumfangs der Scheide bzw. des Aufbaus der Scheide. Aber dazu später noch etwas mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die Daten und Fakten zu dem W1 an, die ihr dann später dann auch auf das W2 und W3 übertragen könnt. Da brauche ich mich dann später nicht nochmal bezüglich der Daten und Fakten zu wiederholen. Ja, die Gesamtlänge des Messers beträgt 23,8 cm, die Länge des Griffstücks 12,3 cm und die Klingenlänge hat 11,5 cm. Und somit ist das Messer auch in Deutschland laut § 42a des Waffengesetzes legal zu führen. Die Klingenstärke beträgt 3 mm. Das Messer ist 150 Gramm schwer und wurde aus einem rostfreien und robusten D2-Stahl gefertigt. Ja, es handelt sich hier um eine Full-Tang-Bauweise. Das bedeutet, dass der Messerstahl einmal komplett durch den Griff durchgeht und kommt dann hier hinten noch einmal zum Vorschein. Und hier hinten sieht man eine kleine Öse im Messerstahl drin. Und hier kann man sich dann nochmal ein Paracord ja, durchfädeln und sich eine kleine Schlaufe dran binden. Ja, der Messergriff ist meiner Meinung nach sehr ergonomisch geformt und liegt in meiner Hand richtig gut drin. Das Griffmaterial besteht aus einem TPE-Material, was hier strukturiert wurde. Des Weiteren wurde hier noch das Odenwolf-Logo eingearbeitet, was auch sehr schick aussieht, wie ich finde. Und im Insgesamten ist auch der Messergriff ja, sauber verarbeitet und macht einen richtig guten, griffigen Eindruck. Ja, als nächstes kommen wir hier zu der Messerscheide des W1-Messers. Und ich würde sagen, wir machen als erstes mal den Test, ob das Messer hier in der Scheide drin klappert. Und wir lassen das Messer mal in der Scheide einrasten. Und wie ihr hören könnt, das Messer sitzt richtig feste drin.
und ich wackel jetzt mal. Und ja, da klappert überhaupt gar nichts. Was ich immer richtig gut finde bei den Messern von Odenwolf, dass die Messer immer richtig schön satt in der Scheide drin sitzen. Und auch um das Messer rauszuziehen, muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden und das rausziehen. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Da braucht man keine Angst zu haben, dass man das Messer irgendwie verlieren könnte. Ja, ansonsten ist die Messerscheide hier aus einem Polypropylen-Kunststoff gefertigt. Ist optisch und haptisch auch sauber verarbeitet. Wie ihr sehen könnt, ist der Gürtelclip hier fest an der Messerscheide integriert. Also hier lässt sich nichts abnehmen. Das ist auch die einzigste Möglichkeit, um das W1-Messer hier am Gürtel zu befestigen, über diesen Clip hier, der hier direkt an der Messerscheide integriert ist. Ansonsten ist hier vorne noch das Odenwolf-Logo zu erkennen, auch schön sauber reingearbeitet. Und hier unten befindet sich noch ein Abtropfloch, wo dann ja, Schmutz und Wasser aus der Scheide abtropfen kann. Und ansonsten gibt es auch nicht viel über diese Scheide hier zu sagen. Wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, wenn man das W2 und W3 kennenlernt, was ich euch jetzt auch gleich zeigen werde. Denn dort gibt es dann Unterschiede bezüglich der Messerscheide. Ja, ansonsten sei noch zu sagen, dass es das W1 in zwei Ausführungen gibt. Nämlich einmal mit einem schwarzen Griff und einem schwarzen Messerstahl, so wie hier. Oder mit einem schwarzen Griff und mit einer Satinklinge. So Leute, dann kommen wir jetzt hier zu dem W2 von Odenwolf. Und ich ziehe mal das Messer hier aus der Scheide raus und zeige es euch mal. Wie gesagt, Daten und Fakten sind hier bei dem W2 genauso wie bei dem W1, was ich euch eben schon gezeigt habe. Der einzigste Unterschied ist hier, dass es das W2 in vier verschiedenen Ausführungen gibt. Einmal so wie ihr das Messer hier seht mit einem schwarzen Griff und einer Satinklinge. Dann gibt es das W2 noch mit einem schwarzen Griff und einer schwarzen Klinge. Dann mit einem schwarzen Griff und einer Stonewash-Klinge und mit einem Olivengriff und einer Stonewash-Klinge. Das wären die vier Ausführungen, in denen es das W2 hier gibt. Ansonsten, wie gesagt, Daten und Fakten sind genauso wie bei dem W1. Ja, alle drei Messer sind natürlich auch ordentlich scharf im Auslieferungszustand und da hat man auch überhaupt keine Probleme beim Arbeiten. Also die bringen schon eine ordentliche Schärfe hier mit. Und wer Ahnung vom Klingenschleifen hat, kann hier natürlich auch noch auf eigene Faust einiges an Schärfe rausholen. Aber wie gesagt, auch schon im Auslieferungszustand sind die schon ordentlich geschärft, die Messer hier. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon gleich zu der Scheide des W2-Messers. Und wie ihr sehen könnt, hier befindet sich kein integrierter Gürtelclip mehr dran, sondern hier ist ein TecLock-System an der Messerscheide verbaut. Material ist natürlich genau gleich, ein Polypropylen-Kunststoff. Hier vorne auch wieder das Odenwolf-Logo drauf und hier unten ein Abtropfloch. Wie gesagt, hier ist kein Gürtelclip dran verbaut, sondern ein TecLock-System, was ich persönlich viel besser finde und auch irgendwie taktischer ist. Es besteht auch hier die Möglichkeit, das TecLock-System hier zu öffnen und über diese zwei Schrauben hier zu lösen. Und dann kann man das TecLock-System auch andersrum dran montieren. Und so hat man zwei Montagemöglichkeiten. Einmal kann man das Messer hier hochkant am Gürtel befestigen und man kann das Ganze auch einmal quer zum Gürtel befestigen. Ja, je nachdem, wie rum man das TecLock-System an der Messerscheide montiert hat.
Ja, so viel zum W2 von Odenwolf. So sieht das Ganze nochmal aus. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem W3. So Leute, da kommen wir hier zu dem W3 von Odenwolf. Und wie ihr sehen könnt, da ist schon einiges mehr an der Scheide zu erkennen. Dazu gleich etwas mehr. Jetzt ziehe ich erstmal das Messer hier aus der Scheide raus und zeige euch mal diese Version hier. Ja, das W3 gibt es auch in 4 verschiedenen Versionen, genauso wie das W2. Und hier haben wir jetzt die Version Olivergriff mit Stonewash-Klinge. Daten und Fakten, wie ich schon öfters in diesem Video erwähnt habe, sind genauso gleich wie bei dem W1. Nur hier haben wir halt wieder eine andere Ausführung. Finde ich auch sehr genial, dieser Olivergriff hier mit dieser Stonewash-Klinge. Sieht richtig cool aus. Ja, als nächstes kommen wir dann hier zur Messerscheide des W3-Messers. Und da ist schon wesentlich mehr an der Scheide zu erkennen als bei dem W1 bzw. dem W2. Kommen wir als allererstes mal hier zum Feuerstahl. Den kann man hier rausziehen. Und der Klingenrücken des Messers ist natürlich auch scharfkantig genug, um diesen Feuerstahl hier zu betreiben. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Den kann man hier wieder schön reinschieben und dann einrasten lassen. Und somit sitzt er auch schön fest hier an der Messerscheide dran. Hier vorne sehen wir einen kleinen Schleifstein. Falls das Messer mal vor Ort etwas stumpf werden sollte beim Arbeiten, kann man hier etwas nachschleifen. Dann, wenn man die Scheide umdreht, haben wir hier hinten auch nochmal das Tech-Lock-System, genauso wie bei dem W2. Und hier bei dem W3 haben wir aber nochmal zusätzlich einen solchen Clip hier mit einer verstellbaren Gürtelöse hier. Die ist auch in der Größe noch etwas verstellbar. Und das Ganze ist hier verbunden über so einen Clip hier, den man auch lösen kann. Und diesen verstellbaren Gürtelclip hier kann man auch auswechseln mit einem fixen Gürtelclip, den man in der Größe nicht verstellen kann. Den kann man dann auch hier einsetzen. Und ja, somit hat man hier etwas Variabilität. Den Gürtelclip hier kann man natürlich auch über die Schrauben hier im Tech-Lock-System komplett lösen und könnte dann das Tech-Lock-System einzeln nutzen an der Messerscheide. Man könnte aber auch das Tech-Lock-System komplett abbauen und nur diesen Gürtelclip hier an der Scheide dran lassen. Also wie ihr seht, man hat hier schon verschiedene Varianten, die man sich hier bauen kann und kann das Ganze so gestalten, wie man möchte. Ja, hier habt ihr noch einmal ja, alle 3 Messer, W1, W2 und W3 auf einen Blick. Und wie gesagt, die Messer unterscheiden sich grundsätzlich nur in der Bauweise bzw. im Lieferumfang der Messerscheide. Und ja, da ist für jeden irgendwas dabei. Und ja, ich finde auf jeden Fall sehr cool, dass die Messer grundsätzlich gleich sind, man hier aber so viel Auswahl hat und sich die passende Messerscheide dann kaufen kann, beziehungsweise sich die passende Variante kaufen kann, die man dann benötigt. So Leute, wenn ihr jetzt Lust habt auf ein Messer hier von Odenwolf, ich verlinke euch mal die Internetseite hier unter dem Video und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code PASCAL10 bekommt ihr 10% auf eure Bestellung, egal für welches Messer ihr euch bei Odenwolf entscheidet. So Leute, hier habe ich auch noch ein Video für euch, da habe ich das Ambulo Scandi und das Ambulo Flat von Odenwolf ausgepackt und vorgestellt. Schaut euch das Video auch noch gerne an und ansonsten, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert noch hier meinen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Autoabenteuer. Also macht's gut und bis dann, ciao.